Hallo und herzlich willkommen zu Veronika Seelenzauber. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Zeit für den Wochenausblick. Wir haben nächste Woche gehen die Rauhnächte los vom 24. auf 25. in der Nacht. Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, wer es noch nicht gesehen hat. Und am 28. ist ein Portaltag, das ist der Freitag. Ansonsten ja, relativ ruhig will ich jetzt gar nicht mehr sagen, weil ruhig war mal. Es geht spannend weiter und ich bin jetzt auch ganz gespannt drauf, was da nächste Woche auf uns zukommt und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Ich muss gleich mal höher blicken. Da ist jemand gewachsen, okay. Ah, okay, deswegen. Also du schaust so von oben auf die Erde herab. Da ist auch ein Regenbogen und so Vogeler. Was war's denn das alles? Genießen kriege ich einer. Also du bist so total in der Beobachterposition. Also du hast da deine Perspektive gewandelt und das ist super. Und dadurch kannst du wohl das Leben einfach noch schöner genießen und du schaust dir das alles so an, was so passiert und wertest aber gar nicht mehr. Also, du lässt einfach alles sein, wie es ist und das ist hervorragend. Schau mal, wie geht's dann weiter? Ja, dann kommt so ein bisschen eine Einkehrphase, das wird mit die Rauhnächte, spüre ich das so her. Also, da schaust du nochmal nach innen. Und da, also da kommt jetzt wirklich so Glückseligkeit, also so ein ganz also ein segensreiches Gefühl. Das ist so, du siehst so dein inneres Strahlen, du siehst so, ja, du siehst einfach dein wahres inneres Strahlen. Was machst du dann? Ah, dann, du öffnest dann den Brustkorb. Also ist jetzt ein bisschen skurril, aber das sind meine Bilder meistens, die, wo persönliche Readings bei mir schon gehabt haben, die wissen das. Du öffnest deinen Brustkorb und lässt das Strahlen raus. Und wie gehst du denn dann in die Welt? Also immer noch in der Beobachterposition, aber jetzt mit offenem Brustkorb, also mit offenem Herzen, strahlenderweise und du überstrahlst gerade alles. Also du flanierst gerade so durch die Straßen. Grinst über beide Backen. Also wirklich von Ohrwaschel zu Ohrwaschel und sagst dann jedem dein Licht, dein Strahlen, deine Stärke, deine, ja, alles in dir. Und du scheust dich da auch nicht, deine Schwächen zuzugeben. Also, das hat was sehr Reines, was sehr Authentisches. Das ist echt. Also, das ist einfach echt und du machst einen recht glücklichen, zufriedenen Eindruck. Und ich glaube, über Weihnachten kann man nichts besser oder kann nichts Besseres passieren. Wie gesagt, am Anfang so die Beobachterposition, die es dir erleichtert, die dir das Leben einfach leichter macht, weil du einfach alles so ein bisschen schaust, was passiert jetzt da so. Dann gehst du nochmal nach innen und dann entdeckst du wirklich dein Strahlen. Das kriege ich so, mit die Rauhnächte wird das so kommen, dass du nochmal so eine Phase der Einkehr hast. Und jetzt ploppt gerade der Portaltag auf. Ist das der Tag, wo du quasi deinen Brustkorb öffnest und dein Strahlen nach draußen bringst? Da schaust du so richtig so, boah. Und bist selber überrascht, wie sehr du da strahlst. Und du merkst dann also, wie du die Menschen quasi so ansteckst und wie du da immer so ein Stück Helligkeit quasi bei den Menschen lässt. Also die lächeln dich alle an und da ist, liegt so ein bisschen ein Zauber jetzt auch in der Luft. Also jetzt habe ich wirklich Gänsehaut am ganzen Körper. Es ist wohl sehr wahr, was ich gerade spreche. Da liegt wirklich so ein Zauber in der Luft. Das hat was Mystisches, aber eben sehr positiv. Also wie ich schon gesagt habe bei dem Rauhnachtsvideo, das ist so ja, mystisch, aber positiv mystisch und so ein bisschen Magie ist das einfach. Und das kriege ich so fürs Wochenende nächste Woche. Da findet Magie statt. Und
In Form von Hilfe auch, in Form von Unterstützung, Wunder kriege ich gerade einer. Also wir dürfen uns zum offiziellen Jahresende, weil meins war ja gestern schon, dürfen wir uns so Richtung Silvester hin auf Wunder vorbereiten. Und das ist einmal mehr als genial. Wer will das nicht? Und ich krieg gerade die Türen Handschuhe auf und du brauchst bloß nur weitergehen und dann wirst du da durchschreiten und dann wirst du da Regenbögen finden und alles finden und sei da jetzt einfach nur ein bisschen geduldig und die Türen Handschuhe auf. Also du brauchst bloß nur weitergehen, dann kommt das jetzt alles so Schritt für Schritt auf dich zu. Ich glaube, ich habe es vorige Woche auch schon gesagt, dann trudeln auch so langsam Menschen in dein Leben, die wirklich zu dir passen und die auf deiner Augenhöhe haben, die Riesen haben, so wie du einer bist mittlerweile, weil also du bist schon ganz schön groß da über der Erde gestanden und du wirst quasi jetzt die Woche einfach nochmal so ein Stück von dir weiter erkennen können durch das Beobachten am Anfang der Woche und dann kannst du wirklich dein Strahlen leben und da rausgehen und du brauchst dann nicht mehr, also du bist da völlig in der Fülle, weil du einfach mit dir innerlich so zufrieden und so glücklich bist und wenn ich das auch sage, habe ich das Gefühl schon da und da könnt ihr euch echt drauf freuen. Das ist wow. Also ich bin gerade selber ein bisschen geplättet, ein bisschen überrascht. Der Dezemberausblick bestätigt sich mehr denn je. Oder noch krasser, als ich vermutet hatte. Und der Portaltag, der wird dann nochmal sehr, sehr positive Erkenntnisse bringen und dir einfach dann die Fähigkeit geben, da strahlend raus zum Geh und ich krieg auch gerade geh auch mehr raus. Also viele wuseln sich so ein bisschen daheim ein und ja, es ist Winter, ja, es ist kalt und manchmal ein bisschen ungemütlich. Aber ich habe halt zum Beispiel, heute früh hat es bei uns wirklich stürmischen Regen gehabt. Also da ist der Wind abgegangen wie Sau, da hat es gerengt wie Sau. Ich bin mit meinem Hund raus, ich weiß nicht, ob meine Jacken jemals wieder trocken wird. Und ich habe auch eine sehr schöne Begegnung gehabt. Also mir hat eigentlich ein wildfremder Mensch gesagt, dass ich sehr mutig bin. Und es kam aus dem Nichts. Also geh auch raus, wenn das Wetter nicht so toll ist. Du kannst ja dementsprechend anziehen. Und da warten dann wirklich Geschenke auf dich. Und ich sehe jetzt auch gerade den Tannenbaum mit den Geschenken drunter. Und du darfst auspacken. Ja, du darfst annehmen und auspacken, weil du hast die gruseligen Phasen hinter dir gelassen. Die darfst quasi jetzt wirklich im alten Jahr lassen und jetzt darfst neue Geschenke auspacken und das einfach genießen und empfangen und du kriegst, was du verdient hast. Du kriegst, weil du so viel schon gegeben hast, es kommt jetzt alles zu dir zurück und jetzt ploppt gerade die Sonne auf vom Tarot. Ja, das ist so die Hingabe und dieses Unbeschwerte. Also ich habe jetzt das Bild so da, dass du da einfach so spielerisch rausgehst und unbeschwert rausgehst und nicht naiv, aber unbekümmert. Also du machst da keine Sorgen mehr. Du schaust einfach raus und schaust, was die Welt dir so bringt. Und die Welt wird dir wunderbare Geschenke bringen. Und jetzt ploppt gerade ein Pferd auf. Positive Sprunger, also schnelle, sprunghaft kriege ich gerade, aber so schnelle positive Veränderungen werden dann auf einmal passieren, wo du gar nicht weißt, ups, was ist jetzt los? Und das Einzige, was du da dazu da machst, ist bei dir bleiben, dein Leben leben, auf dich schauen und einfach in der Beobachterposition jetzt am Anfang bleiben, damit du da dann durch die Einkehr nochmal was entdeckst in dir, was du noch nicht entdeckt hast. So, meine Lieben, also sehr, sehr mystisch, sehr zauberhaft die kommende Woche. Passt ja. Und genießt das Weihnachten, genießt die Tag danach, macht's da ein bisschen ruhiger, geht's da in die Einkehr, wie gesagt. Und dann werdet ihr so zum Portaltag am Freitag einfach nochmal eine Ecken von euch finden, die ihr noch nicht kennt habt. Und da könnt ihr euch dann freuen und wirklich das Glück nach außen tragen, leben und nimmer drüber nachdenken, wann denn dann das alles kommt, was du dir so wünschst, sondern einfach ins Vertrauen geht, es kommt. Und geh raus in die Welt und geh voll raus, weil ich sag einmal, vor dem Fernseher wirst, das sind keine Erinnerungen, die du dir später mal anschauen wirst. Und wirklich lebensverändernde Dinge passieren in der Regel draußen und nicht im Haus drinnen. Also meistens. Und ja, geh raus und lern Leute kennen und schau mal, wie die auf dich jetzt reagieren. Das ist an Welten im Gegensatz zu früher und genieß das einfach auch. Also,
ist jetzt auch wirklich bei mehreren Themen momentan in meinen persönlichen Readings. Da bist du nicht allein. Es geht einfach auch wieder darum, mehr so ins private Leben die Würze wieder so ein bisschen reinzubringen, ein bisschen Schwung reinzubringen. Ich sage, es ist Winter. Im Sommer fällt uns das alle leichter, weil da scheint Sonne, da wollen wir raus, da wollen wir gar nicht im Haus sein, weil es draußen so schön ist. Und jetzt im Winter, da ziehen wir uns doch mehr so in unsere Höhle zurück, sage ich mal. Aber es ist gar nicht nötig, weil wir alle haben anständige Klamotten und mit denen können wir immer rausgehen. Da brauchst du dich nicht daheim irgendwie einmummeln. Und du kannst ja ins Kino gehen oder in ein Café oder zum Essen oder irgendwo hin oder einfach bummeln gehen. Oder du machst dann mal, buchst dann mal wieder irgendwas Schönes, irgendeine Massage oder irgendwas, dass du einfach unter die Leute kommst. Und das ist, glaube ich, gerade für viele sehr wichtig, damit sie das Privatleben einfach auch wieder mehr genießen können und dass dieser Alltag da so ein bisschen rausgeht. Weil das, ich sage, das ist in den persönlichen Readings echt gerade up to date und fast bei jedem der Fall. Insofern sollten wir mehr unter die Menschen gehen und dann können wir da auch wieder mehr für uns erkennen und mitnehmen und einfach alles ein bisschen schöner genießen. Und jetzt kriege ich gerade laut deutsche Witter rein und ja, das darfst du tun. So, bevor ich mich jetzt komplett verquatsche, schauen wir bei den Singles rein, wie es in der Liebe weitergeht. Kriege ich als allererstes Geduld, es ist alles unterwegs zu dir. Das kriege ich sehr, sehr flott. Schau weiter auf dich und geh erwartungsfrei raus. Also da haben jetzt wohl so kleine innere Erwartungen das Ganze ein bisschen ausbremst, weil eigentlich sollten ja viele jetzt schon ihren zukünftigen quasi über den Weg laufen. Aber da hattest du ein bisschen Erwartungen, kriege ich gerade. Sorry, wenn ich da schuld bin. Wegen meiner Aussage und der kommt, also der steht schon hinter dir. Der wartet eigentlich bloß noch auf den Moment, wo er da auf die Schulter klopfen kann. Und das wird er genau dann tun, wenn du gar nichts erwartest und wenn du da gar nicht mehr dran denkst. Genau in dem Moment wird er da auf die Schulter klopfen. Also, wenn du das jetzt gar nicht sagt, schau dann Wochenausblick von voriger Woche oder sag ich das, was dann weiter passiert. Und momentan bist du so bei dir, aber du hast so kleine, also da haben so kleine Traumblasen, sag ich jetzt mal, so, wo du quasi so dir überlegst, wie kommt der in mein Leben, wer wird's, wie wird der ausschauen, also da denkst du zu viel drüber nach, komm da wieder zu dir, der klopft da in dem Moment auf die Schulter, wo du das vergessen hast. Sowas kommt immer überraschend und wenn du in deinem Leben zurückblickst, dann wirst du sagen, ja, das war immer dann, wenn ich gar nicht dran denkt habe, dann ist irgendein Mensch gekommen, der mir einen Boden unter die Füße weggezogen hat. So, das für die Singles, was kann ich den Menschen in Partnerschaft weitergeben, die in Beziehung leben? Da ist ein bisschen Zoff in der Luft und Stress, also hat wahrscheinlich mit Weihnachten zu tun. Und schau jetzt gerade, was könntest du da machen? Ja, wieder bei euch schauen. Also da kriege ich also wieder dieses klassische Beispiel, wenn dir dein Spiegelbild nicht gefällt, putz nicht den Spiegel, sondern schau bei dir. Und ja, auch nicht so auf diesen ganzen Hoku, also materiellen Schmarre da so fixieren jetzt auf das Ganze, was muss Weihnachten sein, weil es immer so war, was müssen wir da noch machen? Und also da ist so ein bisschen Stress einfach irgendwie da in Beziehungen gerade. Und lasst's da doch einfach mal 5 Grad sein. Es klang da, wenn ihr euch da zu zweit auf Couch kuschelt, ein Glas Wein trinkt und den Weihnachtsabend genießt. Ihr müsst ja da gar nicht so ein riesen Brimborium machen. Also macht's da mal langsamer, schalt's den Gang zurück. Und ja, wenn Familienbesuche etc. haben bei den meisten einfach, sag ich mal, gang und gäbe und auch da dürft ihr mal einen Gang zurückschalten, ein bisschen eher wieder heimfahren oder ja, da einfach mit der Ruhe reinbringen und den ganzen, also ja, Stress ist ja nur, wenn du nicht im Moment bist. Also kommt's in den Moment zurück, geht's also ein bisschen mehr in die Beobachterposition und wenn's da was am Gegenüber auszusetzen habt, dann liegt es das dran, dass ihr euch selber stresst. Also schaut's mal dahin und arbeitet's da mit euch und dann wird das beim Gegenüber auch wieder anders werden. So. Berufung fehlt mir noch. Genau, die haben wir jetzt ganz außer Acht gelassen. Wie geht's denn in der Berufung weiter?
Da machst du auch ganz dein Ding. Also, ich sehe dich jetzt gerade so an einem Schreibtisch quasi sitzen und du schaust da so aus dem Fenster raus. Also, du träumst da so ein bisschen, was noch alles sein kann in deinem Leben und wo du hin möchtest. Das ist sehr gut. Da ist auch eine Räucherschale dabei. Also, du darfst quasi in den Rauhnächten auch Orakelräucherungen bezüglich deiner Berufung machen, um da eventuell in Träumen oder auch so durch Visionen weitere Schritte zu erfahren, wo es hingeht, oder dass du einfach einen Impuls kriegst, was es als nächstes zum Tor gibt. Den Impulsen auch folgen, also einfach machen. Wenn irgendwas kommt, mach's einfach. Ich sage, bei mir ist gestern während einer Meditation, was dann auch dazu geführt hat, dass ich die Meditation abbrechen hab müssen, ist käme Neujahrs-Live-Channeling. Einfach bloß dieses Schlagwort. Zack, bumm, war da. So. Da wollte ich weiter meditieren, ist nicht gegangen, weil dann ist so das innere, der innere Drang gekommen, ich muss das jetzt posten, ich muss das jetzt posten, ich muss das jetzt rausbringen. Habe ich dann natürlich auch gemacht, weil es einfach, ich sage, da muss ich einfach meiner inneren Stimme folgen, weil es gibt keine Ruhe, bis ich es gemacht habe, sage ich jetzt mal. Und wenn du so einen Impuls hast, dann hör da drauf, dann mach das einfach. Und Neujahrs-Live-Channeling ist übrigens am 1.1.2019 um 19 Uhr, was für schöne Zahlen, auf Facebook diesmal wieder, weil ich mich da einfach wohler gefühlt habe, weil das YouTube, da gefällt mir dieser Livestream irgendwie nicht so gut, das gefällt mir auf Facebook besser. Insofern besuch mich da gerne auf Facebook, wenn du mich jetzt nur auf YouTube kennst, die Seiten ist unten verlinkt. Und ja, in Sachen Berufung wirklich den Impulsen folgen, träumen, was du hinmöchtest, was weiter, also wie quasi dein Weg da weitergehen könnte, sollte, wie, was du dir da so wünschst einfach. Und ja, da ist aber auch schon so eine innere Ruhe. Also wenn es da mal ein bisschen ruhiger ist im Außen, also kundenmäßig, dann bist du kommt da fahrst du quasi gar nicht mehr so aus der Haut oder drehst durch oder wirst irgendwie ängstlich oder sonstiges, sondern da bist du so in der Ruhe und sagst, das kommt schon, und das ist ganz gut. Tja, ja, das kommt da wieder. So Mitte, Ende nächster Woche wird da wieder reger Anklang sein. Also, da die nicht, aber wird alles gut. Da bist du völlig gut mit dir und richtig mit dir, wenn du sagst, okay, jetzt ist es ein bisschen ruhiger, jetzt ist die Weihnachtszeit. Und dann wirklich so nach die Feiertag kommen die Leute wieder vermehrt. Sehr, sehr viele kriege ich gerade. Sehr, 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 sehr viele, okay. Ja, da bist du dann Ende der Woche sogar so kurz einmal ein bisschen erschlagen, wie viel da jetzt auf einmal kommt. Genießt es einfach. Genießt es doch einfach dann. Und ja, das kriegst du auch gewuppt. Also, da bist du so stabil, das kriegst du gewuppt und du freust dich gerade einfach bloß und trampst weiter, wo das noch hingeht und folgst weiter deinen Impulsen. Also, da ist alles Paletti. Ich kann es nicht anders sagen. Bleib da wirklich im Vertrauen, da bist du ganz richtig unterwegs, das darf so weiterlaufen. Gut. Irgendwas Neues erfahre ich so, wie mir meine Nase juckt. kann ich euch noch irgendwas mit auf den Weg geben für die kommende Woche? 5 Grad sein lassen, genießen, Lebensfreude kriege ich auch gerade. Das Spielerische, das Kindliche, Unbekümmerte, also wenn ihr Kinder habt oder wie ich so tolle Neffen, spielt mit denen an Weihnachten und ich persönlich, ja, ich freue mich da selber schon drauf, wenn die die Geschenke auspacken. Und ja, so diese Lebensfreude und lasst das alles raus. Ihr dürft das leben, ihr dürft das genießen, ihr dürft das teilen. Und wenn ihr auf Menschen trefft, die wo das nicht mit euch teilen können, dann scheißt da drauf, auf gut Deutsch gesagt, und freut euch einfach trotzdem, weil ihr habt so viel geschafft in dem Jahr und da darf man feiern, da darf man sich freuen und das darf man quasi feierlich verabschieden und dann halt feierlich ins neue Jahr gehen. Wir sind jetzt in dieser Übergangsphase, wo es quasi auch darum geht, was möchte ich 2019, wie soll sich das Jahr entwickeln, wo möchte ich hin, was wünsche ich mir noch vom Leben. Und da gehe ich auch mit einer gewissen Vorfreude rein, weil du weißt ja, dass das alles kommt, du weißt ja, dass du das alles kriegst. Also, ja, da die nicht obi. Also für die Nicht-Bayern, da die nicht obi heißt, ja. Wie übersetze ich das? mach dir keine Sorgen. Genau, das ist es.
damit wir wirklich alle verstehen. So, meine Lieben, ihr redet schon wieder 20 Minuten, ich muss es auch nicht zu lang machen. Darum lasse ich es jetzt kurz sein. Es geht spielerisch in die Woche und wie gesagt, dann werdet ihr euer Strahlen, euer Stärke, euer Größe erkennen und ja, von mir kommt dann auf jeden Fall, ich denke mal so Mitte der Woche werde ich so einen Jahresausblick mal anstreben. Dann kommt natürlich auch noch der Monatsausblick und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Jahresausblick habe ich so ein bisschen eine Tendenz schon gekriegt und das ist gut. Und ja, Weihnachtsgewinnspiel, da ist morgen die Verlosung. Also wenn du da noch mitmachen möchtest, ich verlinke es unten, dann heute. Weil morgen mache ich die Verlosung, da ist Einsendeschluss sozusagen. Also der Schorsch macht die Verlosung. Und mein Hund, für die es noch nicht wissen. Mein Löwe, wie mir heute gesagt worden ist. Also da steckt ein Löwenherz in dem Hund und das kann ich bestätigen. Aber wurscht, ich verlinke das Weihnachtsgewinnspiel unten, wenn du da noch mitmachen möchtest. Ich verlose da 4 Mini-Readings. Du brauchst lediglich einen Kommentar reinhauen in dem Video Weihnachtsgewinnspiel. Also zum Verständnis nochmal. Und meinen Kanal abonnieren und mehr brauchst du nicht tun. Und dann bist du morgen schon in der Verlosung dabei. Und ja, dann persönliche Readings wie immer unter www.seelenzauber.info. Du kannst mir auch eine WhatsApp schreiben oder Durchrufer oder weiß der Geier was. Wenn ich keine Zeit habe, gehe ich nicht hin. Wenn ich Zeit habe, gehe ich hin. Sag einmal, so Nachrichten schreiben ist immer noch das Beste. Und da findest du auch alle Kontaktdaten auf meiner Homepage und die ist auch unten verlinkt. Die Portaltag schreibe ich auch unten hin. Und jo, Facebook-Seite auch, damit du zum Live-Channeling antreten kannst, wenn du Lust hast. Und da freue ich mich über jeden, der da mit dabei ist. Und jo, dann wünsche ich euch frohe, frohe Weihnachten und alles, alles Liebe für 2019, hätte ich jetzt bald gesagt, aber das ist ja noch nicht, da hören wir uns ja vorher nochmal. Ich wünsche euch einfach frohe Festtage, schöne Weihnachten, macht es gut, ihr Lieben, Dankeschön fürs Einschalten, danke für jedes Abo, jedes Like, jeden Kommentar, ich freue mich immer narrisch, wenn ihr da so dabei seid und da einfach die Kommunikation stattfindet und ja. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss!